Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ich habe wieder mal ein Video gesehen von, lasst mich nicht lügen, ich glaube Hennex, steht in der Videobeschreibung natürlich. Und der hat unter anderem, unter vielen anderen tollen Sachen, ein Minecart-Parksystem gebaut. Ich habe mir natürlich wieder überlegt, ob man das optimieren kann, beziehungsweise wie man das optimieren kann. Und das ist eine ressourcensparendere Version ohne Pistons. Denn Pistons machen A, Lärm und sind B, leider ziemlich ressourcenaufwendig. Deswegen habe ich das einfach mal versucht, mit konventionellen Redstone zu lösen. Ist noch relativ experimentell, ich hatte jetzt nicht so arg viel Zeit, also seht mir das nach. Also ähnlich wie bei Hennex-Modell lässt man ein Minecart reinfahren und bekommt einen Code. In diesem Fall war es jetzt einfach das zweite Lämpchen. Es könnte sein, dass es spiegelverkehrt ist, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, wenn man jetzt ein weiteres Minecart laden würde, kriegt man wieder einen Code, das war jetzt das dritte. Wenn ich jetzt sage, ich will das zweite haben und da auf den holen Knopf drücke, kommt das gleich angefahren. Ich weiß jetzt nicht, welches das war, also entweder das oder das. Wie gesagt, weiß ich jetzt nicht auswendig. Ja, ich kann es ja kurz gucken. Hier, ach nee, ein. Ach egal, so eine komische Figur. Reinschieben. Die 3 wieder, weil die ist ja gerade leer gewesen, weil wir sie rausgeholt haben. Also ist es nicht spiegelverkehrt, sondern einfach gedreht. Okay. Und wenn ich das jetzt wiederhole, dann dürfte da auch gleich die gleiche grüne Wolle-Figur wieder drin sein. Genau. So, ich kann ja nochmal kurz erklären, wie es an sich funktioniert. Die Funktion ist im Prinzip genau gleich. Man hat hier einfach 4 Speicherzellen, die hier hinten auch wieder zurückgesetzt werden können. Über die läuft dieser Decoder, der in meinem vorherigen Video schon mal kurz angesprochen wurde. Das, was hier normalerweise durch, also in einem anderen Modell durch Pistons gelöst wurde, die nach unten gehen, um dann die Redstone-Leitung zu verbinden, habe ich hier ja, konventionell gemacht mit den alten. Ups. So, mal kurz den Regen aus und vielleicht bei Gelegenheit. Naja. Genau, das ist einfach um Pistenlärm und ja, wie gesagt, Ressourcen zu sparen. Genau, dadurch wird gut, vielleicht sollte ich erstmal kurz was sagen, wie Minecarts geladen werden. Das ist das gleiche Prinzip. Die fahren hier über die Druckplatte und schalten hier unten ein Toggle-Ledge um, beziehungsweise ein Al-Snow-Ledge. Und dadurch wird A, hier die Schiene umgelegt, damit das Minecart nicht wieder da reinfahren kann, das nächste, sondern weiterfährt. Und hier oben wird in einem großen Endgate eine der 8 Fackeln ausgemacht. So, hierzu komme ich. Das mache ich gleich. Das hier ist eine kleine Schaltung, die einen kurzen Impuls ausgibt. In diesem Fall jetzt nicht allzu kurz, man soll es ja sehen können. Hier ein Encoder, der funktioniert genau andersrum wie der Decoder. Und der zeigt dann eben hier den Code an, den der jeweilige Stellplatz hat. Den kann man auch beliebig anpassen, man muss es dann nur hinten und hier gleich anpassen, sonst kriegt man sein Minecart nicht wieder. So, also das nächste Minecart würde jetzt hier lang fahren.
hier lang, weil die ja umgeschaltet ist, da rein und hier stehen bleiben. Und dabei eben hier diese Stiele umschalten. Ich kann das kurz mal... Ups, es laggt gerade ein wenig. So, fährt hier hoch und nach da hinten. Und hat hier die Weiche umgeschaltet. Das hat man jetzt nicht so gut gesehen, aber... Ja, das kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen. Hier ist jetzt das nächste umgeschaltet. Und ja, das hat man jetzt auch nicht gesehen, dass hier der Code angezeigt wurde. Wie gesagt, der ist noch relativ kurz. Wenn ich jetzt, also zum Rausholen, hier einen Code eingebe, was weiß ich, mal die beiden mittleren. Ich weiß nicht, ob das jetzt geladen ist. Müsste aber eigentlich. Dann kann ich kurz gucken, wo die entsprechende Stelle ist. Hier. Hier wäre jetzt standardmäßig aus als einziges. Hier ist nur an, weil von da oben noch das Signal aufrechterhalten wird. Und wenn ich jetzt auf den Bestätigen-Knopf hier drücken würde, würden die kurz ausgehen und das richtige Signal kommt weiter. In diesem Fall jetzt das dritte von hinten, also das hier. Ja, hier in der Station steht jetzt kein Minecart. Wenn da aber eins stehen würde, ich kann da jetzt nicht einfach eins hinsetzen, aber ich könnte hier ein Minecart rüberfahren lassen. Jetzt hat nämlich da die Weiche umgeschaltet. Ja, dann würde hier die Weiche angeschaltet werden, weil das Signal hier ausgeht. Und gleichzeitig, was wegen dem Platz ziemlich aufwendig war, wird hier drüben diese Redstone-Linie aktiviert, die nach unten führt und das Ars Knowledge wieder umschaltet. Damit der Platz nicht mehr als voll gilt und auch diese Schiene wieder umgestellt wird, damit das Minecart immer in den kleinstmöglichen Stellplatz reinkommt. Ja, ich drück mal auf den Enter-Knopf sozusagen. Und jetzt kommt hier das das Minecart, das vorher hier stand. Ja? Wieso fehlt jetzt hier das Minecart? Das ist etwas eigenartig. Manchmal haben die Minecarts zu viel Schwung und fahren deswegen hier über die Bremsschiene rüber. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Ich stelle da jetzt einfach mal eins hin. Ja. Gut, das ist eigentlich so an sich das Prinzip. Ich könnte ja mal kurz ein paar Minecarts laden. Ja, das wäre jetzt wieder das, was ich gerade rausgeholt habe. So, jetzt müssten theoretisch alle voll sein. Und wenn alle voll sind, dann leuchtet hier drin die Lampe. Und wenn ich jetzt ein neues Minecart laden würde, würde ich keinen Code angezeigt bekommen, sondern es würde direkt wieder hier rauskommen. Nur um sicher zu gehen, dass nicht mehrere Minecarts in einem Stellplatz sind, fährt das Minecart dann einfach hier direkt weiter und wieder zurück zum Ausgabepunkt. Ja, wie gesagt, oder wie nicht gesagt, ich hoffe, das war hilfreich. Nicht unbedingt, aber könnte ja sein. Ah ja, genau, hier noch ein kleines Feature, das ich jetzt speziell hier eingebracht habe, und zwar diesen Not-Button, mit dem man alle Minecarts gleichzeitig holen kann. Die fahren halt leider ab und zu mal wieder zurück, weil dieses Minecart-Bring-System nicht so ganz ausgereift ist. Warum der jetzt nicht los ist, weiß ich auch nicht. Ah, jetzt ist er auch weg.
Die sind wahrscheinlich von anderen Minecarts wieder zurückgeschubst worden. Ja, das ist noch nicht so ganz ausgereift, aber vielleicht funktioniert es besser, wenn man das Ganze, wenn man die Schiene, die praktisch zurückfährt, eine Etage weiter nach unten setzt, dass die Minecarts praktisch erst runterfallen müssen. Ja, das war's im Prinzip. Das gliedert sich halt in diese drei Hauptteile. Eingabefeld mit Decoder, dann das eigentliche Lager mit Abholmechanismus und Auffüllmechanismus und dann den Encoder, der wieder den das der einem halt den Code gibt. Ja, das war eigentlich alles, was ich zu sagen habe. Ist wahrscheinlich ein relativ kurzes Video geworden, nicht so wie das vorherige, was dann doch ein bisschen länger war, als mir recht war. Das hat nämlich irgendwie 8 Stunden Uploadzeit gehabt oder so. Okay, ich brauche nicht das beste Internet. Wie auch immer. Ja, das war im Prinzip meine überarbeitete Version. Ja, schaut ruhig mal bei dem Hennex vorbei. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus und pack mal den Link zu dem Video, auf das ich mich beziehe, in die Beschreibung. Ja, ich denke, ich stelle das zum Download zur Verfügung, wobei es jetzt wahrscheinlich nicht so arg viele Abnehmer finden wird. Vielleicht nochmal kurz zur Demonstration, dass man die Eingabe auch wieder zurücksetzen kann. Ja, ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen. Und ja, dann beende ich hiermit dieses Video und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!